Nach dem Intro kennt ihr die grundlegendsten Funktionen der Dropbox. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom SAP Service. Und im heutigen Video geht es einfach mal darum, dass ihr die grundlegenden Funktionen der Dropbox kennenlernt. Um diesem Video folgen zu können, benötigt ihr die Dropbox auf den Rechner. Wie man sie unter Windows installiert, das zeige ich euch hier oben in diesem Video. Zu den grundlegenden Funktionen der Dropbox zählen zum einen erstmal, wie bekomme ich meine Daten in die Dropbox. Zum zweiten habe ich die Möglichkeit, in der Dropbox gespeicherte Dateien in einen früheren Zustand wieder zurückzusetzen. Und zum dritten gibt auch die Dropbox die Möglichkeit, gelöschte Dateien wiederherzustellen, wenn auch nur eingeschränkt, aber die Möglichkeit ist vorhanden. Für diese Funktion setzen wir uns an den Rechner. Um die grundlegenden Funktionen der Dropbox zu nutzen, müssen wir natürlich als erstes die Dropbox installiert haben. Dies haben wir in den vergangenen Videos schon gezeigt. Und in meinem Fall ist das alles vorbereitet und ich habe die Dropbox auf meinem Windows-System soweit installiert. Unter macOS sind die Funktionen alle identisch, das heißt auch Mac-User, die Dropbox schon eingerichtet haben, können diese Funktion nutzen, die ich jetzt zeige. Fangen wir als erstes mit dem klassischen Fall an, wir wollen Dateien synchronisieren. Dafür ist die Dropbox auf dem Rechner installiert und ich habe mir hier mal ein paar Dateien herausgesucht, die ich jetzt ganz gerne in der Dropbox hätte. Und um die in die Dropbox zu schieben, öffne ich mir jetzt nochmal ein zweites Fenster. Ich habe hier quasi einen Ordner mit der Dropbox, das heißt, ich könnte sie auch direkt da reinschieben. Um das Ganze aber jetzt nochmal zu verdeutlichen, was hier genau passiert, mache ich das über zwei Fenster. Dann öffnen wir uns noch einen weiteren Explorer und gehen mal direkt hier in die Dropbox rein. Ich habe hier in dieser Dropbox jetzt schon drei Dokumente liegen und möchte gerne diese Dokumente auch in die Dropbox laden. Wer möchte, kann hier unten mal auf das Symbol achten, denn in dem Moment, wo ich eine Datei hier rein kopiere, sollte sich an dieser Datei was verändern. Je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, dauert das entsprechend lange. Bei mir sollte es recht fix gehen. Ich gehe mal hin und kopiere mal unser Outro an die Dropbox. Und hier unten sehen wir, wie er die Datei gerade hochlädt und wie lange es noch circa dauert. Die Geschwindigkeit, die Dropbox hier ansetzt, liegt ein wenig davon ab, was ich gerade mit dem Rechner mache. Hat der Rechner gerade nichts zu tun, dann versucht die Dropbox das mit voller Geschwindigkeit. Bin ich aber selber gerade am Arbeiten und brauche die Bandbreite, dann kann das ein wenig länger dauern, bis die Dropbox die Dateien soweit hochgeladen hat. So kann ich quasi mit meinen ganzen Dateien umgehen, das heißt, ich kann auch alles markieren und die ganzen Dateien gleichzeitig hier reinziehen. Von der Bedienung her muss man sich vorstellen, es ist ein ganz normaler Ordner auf dem Rechner, nur mit dem Unterschied, was im Hintergrund die Dropbox aufpasst und mir die Dateien direkt hochlädt. Auf anderen Rechnern, die im gleichen Dropbox-Account liegen, habe ich jetzt den riesen Vorteil, dass diese Dateien auf diesen Rechnern jetzt auch automatisch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, da brauche ich auch einfach nur den Dropbox-Ordner zu öffnen und ich finde alle Dateien, die jetzt hier auch in der Dropbox liegen. Wenn ich sicher gehen möchte, dass bestimmte Dateien schon in der Dropbox liegen, das kann ich hier an den kleinen grünen Haken erkennen. Dieses kleine grüne Häkchen zeigt mir an, dass die Datei hochgeladen wurde. Das ist jetzt die Funktion, die die meisten Leute für die Dropbox nutzen. Die Dropbox kann aber auch ein bisschen mehr wie einfach nur Dateien in einen Ordner zu kopieren und diesen Ordner auf anderen Systemen synchron zu halten. Gehen wir mal von dem Fall aus, ich habe Dateien in der Dropbox, aber ich bin jetzt gerade mit einem Rechner unterwegs, den ich nicht in die Dropbox eingebunden habe und ich benötige aber trotzdem eine Datei, die ich mir selber in die Dropbox gelegt habe. Dann habe ich die Möglichkeit, mit meinem Webbrowser einfach mal auf dropbox.com zu gehen. Dropbox.com. Dann kann ich mich hier oben anmelden. Hier gebe ich dann ganz normal meinen Benutzername und mein Passwort ein.
der Benutzername und das Kennwort. Und wenn ich mich jetzt nun eingeloggt habe, dann sehe ich auch hier die Dateien, die ich jetzt hochgeladen habe. Und mein Vorteil ist, ich kann jetzt direkt auf diese Dateien zugreifen. Das heißt, ich kann mir die Dateien, beispielsweise die Bilder, angucken, indem ich einfach mal auf das Dokument klicke. Und nun wird mir eine Vorschau des Bildes angezeigt. Und ich sehe auch hier unten, es sind insgesamt 13 Bilder verfügbar. Und ich kann mich hier quasi dann auch durchklicken und mir die verschiedenen Bilder anzeigen lassen. Wenn ich aus dieser Ansicht raus möchte, kann ich hier oben über das X wieder schließen und ich lande wieder direkt in meiner Dropbox. Auch wenn ich jetzt ein PDF-Dokument habe, beispielsweise dieses hier, dann kann ich mit einem Klick mir das direkt anzeigen lassen, was in jedem Browser funktionieren sollte. Auch hier gehe ich wieder raus. Und auch meine anderen Dokumente, wie jetzt das nicht so geläufige ODT-Format, sprich Briefe im Format von OpenOffice bzw. LibreOffice, kann ich mir hier ohne Probleme mit einem Mausklick anzeigen lassen und kann sie dann dementsprechend mir die Informationen direkt rausziehen, ohne dass ich mir die Datei auf dem Rechner lade. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, die Dateien direkt herunterzuladen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Datei benötige, dann gehe ich einfach da drauf, klicke die rechte Maustaste und habe dann die Möglichkeit, die Datei hier direkt herunterzuladen. Wenn ich den Herunterladen anklicke, dann sehe ich hier, was mich der Browser fragt, was mit dieser Datei denn geschehen soll. Und wenn ich unter Speichern untergehe und dann einfach mal auf den Desktop gehe und sage Speichern, dann habe ich hier auf meinem Desktop auch die besagte Datei liegen. Die Dropbox kann aber noch ein bisschen mehr, wie einfach nur Dateien verwalten, also sprich synchronisieren, sondern es ist mir mit der Dropbox auch möglich, versehentlich gelöschte Dateien wiederherzustellen. Da bleiben wir mal bei unserem Baukran. Den lösche ich jetzt erstmal hier vom Desktop, lege ihn jetzt erstmal im Papierkorb und suche mir den Baukran hier nochmal raus und gehe jetzt hin und lösche die Datei. In der Regel ist sie zwar jetzt im Papierkorb gelegt worden, aber es kann ja durchaus auch sein, dass ich über einen anderen Weg diese Datei lösche, wo ich keinen Papierkorb habe, oder dass ich hingegangen bin und nach dem Löschen sogar den Papierkorb geleert habe und jetzt feststelle, Mist, die Datei brauche ich doch. Wenn ich jetzt in die Dropbox direkt reingehe, werde ich feststellen, dass der Baukran auch hier nicht mehr angezeigt wird. Und im Prinzip stehe ich jetzt erstmal da und kann nichts machen. Die Dropbox hat aber eine schöne Funktion. Das ist hier dieser Papierkorb. Und möglicherweise wird der ein oder andere gedacht haben, das ist das Symbol, um Dateien zu löschen. Das stimmt nicht ganz, denn hier habe ich die Möglichkeit, mir gelöschte Dateien, also Dateien, die ich schon mal gelöscht habe, wieder anzeigen zu lassen. Beispielsweise hier unser Baukran. Wir sehen hier, das ist gelöscht und trotzdem liegt die Datei hier noch. Mit einem rechten Mausklick kann ich die Datei wiederherstellen und er fragt mich, ob er es auch wirklich machen soll. Ich sage wiederherstellen. Jetzt ist der Baukran wieder da und auch hier in meiner Dropbox sollte ich den Baukran wiederfinden. Da ist die Datei und ich kann sie da ganz normal nutzen. Diese Funktion habe ich zwar jetzt noch nicht allzu häufig nutzen müssen, mir wurde aber jetzt von mehreren Seiten gesagt, dass dieses Wiederherstellen von gelöschten Dateien bis zu 30 Tage funktionieren soll. Eine weitere Möglichkeit, die ich habe, wenn eine Datei gelöscht ist, dafür lösche ich unseren Baukran nochmal, ist, was ich die Möglichkeit habe, diese Datei endgültig zu löschen. Endgültig heißt, dann kann ich sie in der Dropbox auch nicht wiederherstellen. Das ist dann interessant, wenn ich eine Datei habe, die halt wirklich nicht mehr benötigt wird
und wo ich vielleicht auch nicht mehr möchte, was irgendjemand Zugriff auf diese Datei bekommt. Eine weitere praktische Funktion der Dropbox ist die Möglichkeit, dass ich quasi ein wenig durch die Zeit reisen kann, wenn ich Dokumente bearbeite und in der Dropbox die Möglichkeit habe, Dokumente, die ich bearbeitet habe, auf einen früheren Zeitpunkt wiederherzustellen. Was heißt das? Nun, folgender Fall. Ich habe ein Dokument, das habe ich bearbeitet und stelle jetzt nun fest, die Version, die ich heute Morgen geöffnet habe, die gefällt mir doch um einiges besser als das, was ich jetzt bearbeitet habe. Und ich würde ganz gerne wieder diese alte Version haben. In der Regel, wenn ich keine Sicherungskopie dieser Datei habe, habe ich nun ein Problem. Eine weitere praktische Möglichkeit ist mit der Dropbox eine kleine Zeitreise. Eine kleine Zeitreise in dem Sinne, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich eine Datei habe, die ich jetzt mehrfach bearbeitet habe und feststelle, die Originaldatei oder eine ältere Version dieser Datei ist mir eigentlich besser gelungen. Dann habe ich mit der Dropbox die Möglichkeit, auf diese ältere Version wieder zurückzugreifen. Ein praktischer Nebeneffekt, was sich auch schon in meiner Praxis bewährt hat, ist, wenn ich mir einen Verschlüsselungstrojaner einfange. Diese Viren gehen ja nun mal hin, verschlüsseln die kompletten Dateien auf der Festplatte, unter anderem auch die Dateien, die in der Dropbox liegen. Und mit Hilfe dieser Funktion habe ich die Möglichkeit, die Datei im Ursprungszustand wiederherzustellen, so was der Schaden eines Verschlüsselungstrojaners zumindest in der Dropbox recht gering ist. Um jetzt eine Datei in einer früheren Version wiederherzustellen, suche ich mir die Datei raus. In meinem Fall ist das jetzt Brief, Dropbox.odt. Klicke ich die rechte Maustaste, dann habe ich hier so ein Dropbox-Menü und hier gibt es den Punkt Versionsverlauf. Dort klicke ich drauf, dann öffnet sich mein Webbrowser und ich sehe hier die verschiedenen Versionen meiner Datei. Ich sehe auch hier gleich, wann habe ich sie verändert und ich sehe auch hier, was ist die aktuelle Version und was sind die Vorläuferversionen davon. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt mit einem Mausklick hier auf Wiederherstellen die frühere Version herstellen. Das heißt, Dropbox geht hin, tauscht die Datei gegen die ältere Version aus und ich kann ganz normal weiterarbeiten, als hätte die ursprüngliche Veränderung, weswegen ich die Datei wieder zurücksetze, nie stattgefunden. Das sind erstmal die wichtigsten Funktionen der Dropbox. Die Dropbox kann noch eine ganze Menge mehr, dazu aber später mehr in anderen Videos. So viel zu den grundlegenden Funktionen der Dropbox. Später gehen wir nochmal auf Sharing-Funktionen, das heißt, wie kann ich Dateien, die ich in die Dropbox geladen habe, auch meinen Freunden zur Verfügung stellen. Was mich interessieren würde, habt ihr was Neues gelernt? Wusstet ihr, was man Dateien wieder zurücksetzen kann in der Dropbox? Oder dachtet ihr, wenn ich was verändere, ist es für immer verloren? Wie denkt ihr darüber, dass die Firma Dropbox gelöschte Dateien einfach aufbewahrt, so dass ich sie wiederherstellen kann? Ich persönlich finde das datenschutztechnisch nicht ganz so toll, aber eigentlich ist es doch schon eine praktische Funktion. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch in den Kommentaren. Falls bei euch die Dropbox allerdings nicht so funktioniert, wie es bei mir im Video der Fall ist, und ihr nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt, dann könnt ihr jetzt auf der Freude an der IT-Infocard klicken. So habt ihr den direkten Draht zu uns und ich schaue mir mal an, ob ihr Freude mit der Dropbox bekommt. Falls euch das Video jetzt geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und sofern ihr es noch nicht habt, könnt ihr den Kanal auch hier jetzt kostenlos abonnieren. Denn nur so ist sichergestellt, dass ihr immer die neuesten Videos bekommt und eure Kenntnisse im EDV-Bereich immer kostenlos erweitern.